So, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays mit dem Weströmischen Reich in Attila Total War auf legendärer Schwierigkeit. Das ist jetzt die dritte Aufnahmesession hier an dieser Stelle, das kann ich schon mal sagen vorweg. Das heißt, wir werden jetzt innerhalb dieser Folge erstmal wieder einen kleinen Einblick starten, was denn das letzte Mal so geschehen ist. Ich habe mir natürlich auch nochmal ganz kurz eben die letzten Videos angeschaut, beziehungsweise ganz schnell überflogen, was passiert ist, damit ich wieder ein bisschen schneller reinkomme. Und das machen wir aber erst, wenn wir hier fertig sind. Wir stehen jetzt hier vor Tarraco, das ist eine dieser Städte in Iberien. Und hier sind Rebellen, die eben die Stadt belagern und angreifen jetzt auch. Ja, ist eine passable Rebellenarmee. Wir haben aber die Garnison. Wir haben die Hafengarnison, also die Flottengarnison. Und dazu haben wir noch die Armee, die daneben steht. Das heißt, das können wir ganz entspannt automatisch machen. Da brauche ich mir auch keine Gedanken machen, dass wir hier sowas verlieren, wie bei den Markomannen. Wer sich dann auch an die vorletzte Folge erinnern kann, der weiß, was da geschehen ist. Da hatte ich 80% Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Schlacht gewinne gegen die Markomannen. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass ich das automatisch gemacht habe und ich tatsächlich verloren habe. Und ja, da habe ich dann eigentlich nur die Option gesehen, ganz schnell das Spiel zu laden, damit der Spielstand nicht direkt überspeichert wird, weil sonst wäre das wirklich schwierig geworden an der Stelle. Und ja, das war jetzt, sag ich mal, so ein kleiner Eingriff von mir, der sein musste, weil ja, da fühlt man sich natürlich dann schon ein bisschen hintergangen, wenn man 80% Siegwahrscheinlichkeit hat. Man denkt so, ja, das wird easy und dann sowas. Die Schlacht haben wir dann auch ganz einfach geschlagen. Ich glaube, wir hatten ein Verlustverhältnis von 1 zu 20 oder so am Schluss in der manuellen Schlacht. Genau. Und zum weiteren Rückblick sage ich dann gleich nochmal was in der Kampagnenkarte. So, was ist passiert? Achso, genau, das war ja noch die Runde. Das waren Rebellen und damit ist jetzt diese Runde der KI-Züge auch vorbei. So, hier haben wir noch Kandidaten zum Einsetzen. Der ist sogar adoptiert worden, deswegen hatte ich den ja auch in dieses Amt reingeschickt. Von mir aus kann er aber auch den Einfluss verlieren. Ja. So, nee, ich bin mir nicht sicher. Nee, wir hatten nicht jeden adoptiert. Was ist denn jetzt passiert? Da ist gerade eine Nachricht aufgeploppt, die wichtig ist. Oh, sehr schön. Die Nachricht der Adoption ließ diese Person vor Glück auf die Knie fallen. Das Angebot wurde natürlich angenommen. Charakter adoptiert Anicius Africanius Flaccus. Lass mal schauen. Das war er nämlich, genau. Ja, er ist relativ jung, 42 Jahre alt, hat auch schon gut Einfluss, erfahrener Senator und sehr loyal. Ne? Also unsere Familie wächst, aber ich wünsche mir natürlich nach wie vor hier einen Thronerben, einen politisch legitimierten Erben aus der Familie. Deswegen hoffen wir mal, dass er noch irgendwann Nachwuchs bekommt. Ja, was ist in den letzten Folgen passiert? Wir haben uns doch relativ erfolgreich geschlagen und ja, diese Eindringlinge hier, gerade aus dem hohen Norden, zurückgeschlagen, sprich die Ebdani, die Pikten, die Kaledonier, die haben wir in empfindlichen Niederlagen zurückschlagen können. Wir haben auch die eine oder andere Stadt nochmal verloren zwischendurch. Die haben uns ja auch relativ weit Richtung Süden gedrängt, aber wir haben uns jetzt hier eine sehr stabile Position aufgebaut. Hier rund um Aquitanien, in Narbonensis und auch in Ligurien. Also da kommt erstmal nichts durch. Wir haben mit den mit der Fraktion Britannien haben wir Frieden schließen können. Auch sehr, sehr wichtig für uns, dass die nicht ihre starken Armeen, die sie doch hatten, nicht dauernd Richtung Süden schicken. Die hatten ja kurzzeitig sogar Vienna erobert. Und dieses Britannia-Nest habe ich dann erstmal zurückerobert. Dann ist es mir durch geschicktes Einsetzen meiner Streitkräfte gelungen, in Nabo den Aufstand der Septimanen niederzuschlagen, beziehungsweise diese Fraktion hier zu unterwerfen an dieser Stelle. Und damit kontrollieren die jetzt zwar Nabo, das heißt, ich habe hier zwar eine Region weniger, habe aber auch einen Vasallen, der mir doch ein gewisses Maß an Tribut zahlt, der mich militärisch unterstützt und der dazu auch noch ein Handelsabkommen mit meiner Fraktion ermöglicht, was mir auch nochmal ein paar Einnahmen bringt. Und ich denke mal, diese 446, die wir durch die Stadt hier hätten, sieht man ja, wirklich viel stärker war unsere Stadt ja auch nicht ausgebaut,
Vielleicht hatte ich einen etwas besseren Hafen, sodass wir vielleicht auf 500 kommen. Aber wenn wir jetzt mal schauen, mit den Septimanen haben wir ein Handelsabkommen und dadurch bekommen wir 361 plus den Tribut. Da sind wir also fast bei demselben Wert, den wir dort erwirtschaftet hätten. Im Voraus auch haben, jetzt hätten. Dementsprechend kann ich damit sehr zufrieden sein. Und ja, das ist auf alle Fälle auch erstmal mein Ziel gewesen, hier die Septimanen zu unterwerfen, erfolgreicherweise. Dann haben wir ja hier im Süden Hispania schon sehr, sehr lange als unseren Verbündeten. Die Mauri sind nicht nur unser Verbündeter, die sind natürlich auch unser Vasall, genauso wie die Spanier hier, die sich jetzt auch nach und nach hier darum kümmern, die umliegenden Rebellensiedlungen zu erobern. Hier zum Beispiel die Midi muss noch zurückerobert werden, auch Tamosiga sind, das sind Regionen, die sollen meine Verbündeten ruhig erobern, weil dann können die das Ganze auch verwalten und hier mir nach und nach eben die höheren Tributzahlungen dann zugutekommen lassen, weil ja hier auch Einnahmen entstehen. Dann haben wir ja auch vor etlichen Runden die Getula befreit. Ja, es hat auch sehr gut funktioniert. Und die unterstützen mich jetzt hier schon seit mehreren Runden. Sind auch ein bisschen schwächer geworden, aber sie kontrollieren nach wie vor eine Siedlung. Mit den Garamanten habe ich Frieden und dementsprechend bin ich hier eigentlich auch sehr, sehr zufrieden. Hier ist zwar eine kleine Separatistenprovinz, nämlich in Markomedes hat sich eine ja, Separatistengruppe gebildet. Man darf aber nicht verwechseln, das sind zwar römische Separatisten, die sich aber eben hier auf Seiten der Garamanten entwickelt haben. Also das sind quasi Rebellen der Garamanten und dadurch sind das Separatisten, mit denen ich hier tatsächlich diplomatische Beziehungen aufnehmen kann. Wir sind zwar aktuell im Krieg, aber man sieht hier auch, die sind ebenso im Krieg mit den Oströmern, mit den Nobarden, mit den ganzen Nachbarn. Deswegen, ich denke nicht, dass die hier lange aushalten werden. Und das ist ja auch erstmal sehr zufriedenstellend, dass wir hier im Süden unsere Ruhe erstmal haben. Wir haben zwar noch ja, schlechte Beziehungen mit den Garamanen und Krieg mit den römischen Separatisten, aber das ist völlig unbedeutend. Wir haben ja für den Notfall auch noch eine kleine Flotte hier in der Region. Und ja, die zwei Rebellensiedlungen weiter im Westen, da werden sich mit Sicherheit die Mauri und Hispania dann drum kümmern, dass die auch erobert werden. Ja, die Lyra, dieser Tributstaat hat leider nicht so lange existiert. Die wurden ja nach und nach auch dann zerstört durch die Hunnen. Also sie wurden immer wieder angegriffen, mehrmals durch die Markomannen wie auch durch die Hunnen, bis sich dann irgendwann die Markomannen entschieden haben, diese Siedlung hier einzunehmen. Ja, das war mir in der letzten Instanz sogar dann ganz lieb, weil die hatten mir ja auch dann sogar wieder den Krieg erklärt, die Illyrer. Beziehungsweise hatten die sich abgespalten und ja, da war es mir dann auch egal. Da hatte ich dann auch kein Interesse mehr, diesen Tributstaat noch irgendwie in mein Reich einzugliedern. Sodass wir aktuell ganz zufrieden sein können mit den vier Tributstaaten, die wir haben. Wovon sich drei zwar in Afrika befinden, aber dadurch halten die uns ja den Süden hier sicher und ich muss mich nicht um irgendeine südliche Bedrohung aktuell kümmern. Und die Septimanen, die sollen hier so ein bisschen dieses Loch ja, im Süden Galliens stopfen, dass wenn hier die ganzen keltischen und germanischen Armeen vorrücken, dass ich da eben einen kleinen Verbündeten habe, der mir hilft. Ich glaube, das klärt die Lage ganz gut auf. Ich werde mich auch in der nächsten Runde ein bisschen innenpolitisch weiter mit den ganzen Familienoptionen, die wir hier haben, beschäftigen. Da habe ich ja die letzten 5 bis 10 Folgen nicht so viel gemacht, weil A, nicht so viel zu tun war, weil ich einfach nicht viel machen konnte, weil der Einfluss relativ gering war. Gleichzeitig ich aber auch ein bisschen das Ganze hier vernachlässigt habe, weil eben die strategischen Bedrohungen erstmal beseitigt werden mussten auf der Karte. Und demnach war ich etwas mehr fokussiert auf die feindlichen Streitkräfte auf der Kampagnenkarte und weniger auf die innenpolitischen Intrigen innerhalb der Familie. Genau, und was man auch noch sagen kann, ist, was man ja hier in den letzten Folgen gesehen hat, wir haben die Markomannen ja relativ erfolgreich zurückgeschlagen, sind mit denen jetzt auch im Frieden. Das muss ich kurz überlegen. Ja, wir hatten das letzte Mal noch einen Frieden verhandelt mit den Markomannen, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind mittlerweile auch im Krieg mit den Hunnen, interessanterweise. Ja, habe ich hier gerade gesehen. Wusste ich auch noch nicht. Die sind aber tatsächlich im Krieg mit den Hunnen. Die sind verbündet gleichzeitig mit den Langobarden. Die Langobarden sind ja auch schon seit längerem im Krieg mit den Hunnen. Ja, die Hunnen sind aber auch natürlich nicht nur deren Problem, sondern auch mein Problem, denn die belagern mich hier mit 4 Streitmächten in Aquileia, wo wir aktuell noch 5 Runden aushalten, bis die Vorräte zur Neige gehen. Also in 5 Runden werden wir hier Verschleiß bekommen. Das heißt, entweder
unterstützen wir rechtzeitig mit unseren anderen Streitkräften, die in der Nähe stehen, oder wir verteidigen uns erfolgreich. Wir werden es ja dann sehen, ob die Hunden mich hier auch angreifen oder nicht. Ich stehe euch zur Verfügung. Ja, es sind halt 4 Armeen. Wir haben auch eine gute Streitmacht und eine passable Garnison, aber einfach wird das definitiv nicht in der Verteidigung. Aber trotzdem ist es nicht so aussichtslos, dass ich jetzt sagen würde, ja, die Stadt ist schon verloren. Es ist eine Verteidigung und wir haben insgesamt 6-mal Armbrustschützen. Dementsprechend bin ich da ganz optimistisch. So. Jetzt gehen wir erstmal die Ereignisse durch und dann kümmern wir uns nach und nach wieder hier um die Karte. Innerhalb der letzten 2-3 Folgen hat sich ja auch unsere Wirtschaft wieder ein bisschen entspannt. Wir waren ja zwischenzeitlich sogar im Minus bei 100-200 Goldstücken. Und durch, durch die gezielte Auflösung einiger Armeen im Süden, wie auch der Beendigung des Krieges im Süden gegen die Garamanten, konnte ich halt hier Flotten auflösen, ich konnte Streitkräfte auflösen. Das hat sich positiv ausgewirkt, wie auch die letzten Technologien, die ich erforscht habe. Wir haben jetzt hier auch nochmal in 2 Runden dann das neue Einberufungssystem, was uns auch nochmal 3% der Unterhaltskosten spart. Also es hat sich in den letzten Runden echt hervorragend entwickelt. Ich kann mir gar nicht so richtig erklären, wie jetzt diese 10.000, 11.000 Goldstücke wieder zustande kommen. Weil unsere Militärausgaben, na gut, die sind schon ein bisschen gesunken, ja. Wir hatten vor einigen Runden, ich glaube vor 2-3 Runden noch, das müssten dann vor 2-3 Folgen gewesen sein, hatten wir noch Militärausgaben beim Armeeunterhalt von 24.000, 23.000 und ich glaube Marineunterhalt auch bei 4.000, 5.000. Also da haben wir, glaube ich, schon jetzt mindestens 5.000 Goldstücke wieder eingespart durch die Auflösungen in den letzten Runden. Trotzdem müsste ich mir das nochmal in den letzten Folgen genauer anschauen, wie dann nach und nach das Einkommen wieder nach oben gegangen ist, weil ich kann es mir nicht so richtig erklären. Ich hatte zwar auch noch ein paar Gebäude ausgebaut. Ich hatte ja ganz besonders die Bibliotheken errichtet, die aber auch jetzt nicht ungeheuer viel Wohlstand einbringen. Ich kann natürlich nochmal kurz gucken. In diese Übersicht hier. Steuern 28.000. Handel 3.000. Ach ja, na klar. Der Handel ist wieder nach oben gegangen. Wir hatten ja zwischenzeitlich nur noch ein Handelsabkommen. Ich glaube, das war mit Hispania. Und dann ja, habe ich wieder sehr, sehr viele andere Handelsverträge abschließen können. Also da kommen natürlich jetzt zum einen nochmal leicht gestiegene Steuereinnahmen hinzu, weil ich ja immer noch die Bibliotheken ausgebaut habe. Ich denke mal, das werden in den letzten Runden vielleicht Steuereinnahmen gewesen sein, die sich so vielleicht 2.000, maximal 3.000 Wohlstand auf die Einnahmen hier ausgewirkt haben. Dann habe ich natürlich gleichzeitig auch noch die Septimanen befreit. Das sind auch nochmal vielleicht 400, 500 Goldstücke. Ich habe natürlich die Armeen in Flotten abgebaut. Das wären nochmal so 2.000, 3.000 Goldstücke gewesen sein. Und ich habe, und das ist ja auch sehr entscheidend, die ganzen Handelsverträge erst neu verhandeln müssen. Oder die Möglichkeit bekommen, diese Verträge neu zu verhandeln mit den Maori, mit den Getulern und den Septimanen. Weil ich ja sehr lange unvertrauenswürdig war. Mein Vertrauensrang hat sich dann jetzt nach und nach wieder hergestellt. Und auch diese Handelsverträge, das sind nochmal gut 1.000 Goldstücke, die sich da dazugekommen sind. Also, ja, diese 10.000, 11.000, die werden sich durch diese Aktion eben hier nach und nach dann entwickelt haben. Genau, wir hatten ja auch einige Siedlungen, die stark zerstört waren. Wir hatten viele plündernde Fraktionen innerhalb unserer Gebiete stehen. Aber ansonsten werde ich mir das wirklich nochmal anschauen in den nächsten Folgen. Oder bevor es in die nächste Folge geht, wie dann nach und nach dieses Einkommen jetzt wieder nach oben gegangen ist. Weil das hat mich das letzte Mal schon ein bisschen gewundert, wieso auf einmal wir wieder so hohe Einnahmen haben. So, da klingelt tatsächlich ein Wecker. Muss ich mal kurz gucken, was das jetzt für ein Wecker ist. Ich stelle mir nämlich haufenweise Wecker. Ist aber alles unwichtig. Ja, ist ein sehr unwichtiger Wecker. Genau. Ich will nochmal kurz hier durch dieses Finanzmenü schauen. Also Steuereinnahmen 30.000 etwa. Handel 3.000. Diese 3.000 sind in den letzten Runden erst wieder so ein bisschen aufgestanden. Und das, ja, man muss natürlich auch sagen, ja, ganz wichtig, hatte ich jetzt was vergessen. Das Handelsabkommen mit dem Oströmischen Reich ist wieder aufgestanden. Das sind auch nochmal 1.500 Gold. Also mit allen Handelsverträgen zusammen sind das um die 3.000 Goldstücke, die wir dadurch allein in den letzten Runden wieder generiert haben. Also 3.000 Goldstücke dadurch, dann durch das Bauen von Gebäuden nochmal 2.000 Goldstücke können wir einkalkulieren.
und das Abrüsten der Flotten, dann kommen wir in etwa auf die 10.000, 11.000. Aber ich werde es mir nochmal genau anschauen, damit dass ich das nächste Mal auch ein bisschen präziser nochmal begründen kann, wie jetzt das vielleicht doch nochmal eher zustande gekommen ist. Aber ich denke mal, mehr präzisieren kann ich das Ganze gar nicht. Wie gesagt, die Unterhaltskosten sind wieder ein bisschen gesunken durch Auflösen von Armeen. Ich hatte ja auch einige Kasernen abgerissen. Dadurch wird der Gebäudeunterhalt sicherlich nochmal ein bisschen geschrumpft sein. Wir haben mittlerweile übrigens einen Gebäudeunterhalt von 3.184. Der war auch schon mal deutlich höher, also gerade zu Beginn des Ganzen lag der, glaube ich, mal bei 5.000 oder 4.000. Also der Gebäudeunterhalt ist mittlerweile sehr stark geschrumpft. Durch Technologien hat das, glaube ich, jetzt allerdings keinen Einfluss bekommen, sondern das. Ich habe einfach relativ wenig religiöse Gebäude gebaut und wir haben auch sehr stark unsere Kasernen reduziert. Und diese Kasernen, die kosten ja auch, wenn sie erstmal errichtet sind, eine Menge Unterhalt. Zum Beispiel hier in. Die Plänkler-Kasernen kosten 400. Dann haben wir ja auch die Infanterie-Kaserne meines Wissens in der Region. Genau. In Genua. Muss ich kurz nochmal schauen. Hatten wir den nicht auch schon mal aufgebaut? Nee. Den hatte ich noch nicht aufgebaut. Wir müssen jetzt schauen, dass sich Genua nach und nach wieder erholt. Weil wir ja hier dann die Separatisten ja, zurückschlagen mussten. Die haben sich dann von Ajach Richtung Genua bewegt. Und das letzte Mal konnte ich zum Glück hier noch diesen Bürgerkrieg beenden. Aber da müssen wir in den nächsten Runden wirklich verdammt aufpassen, weil ihr habt ja gesehen, wie schnell sich diese Armeen hier in Ajach gebündelt haben und wie schnell die dann auch Richtung Mediolanum oder Richtung Genua Allgemeinheit gesegelt sind. Also diese Bürgerkriege, die bauen sich unglaublich schnell auf, gewinnen unheimlich schnell an Einfluss und bauen ihr Militär halt sehr schnell auf und ziehen das auch sofort zusammen, Verein zusammen und dass dann alle Streitkräfte halt an einem Ort zuschlagen, wie in Genua gesehen. Sehr gefährlich, die Separatisten. Also, das haben wir auch nochmal erklärt. Und genau, dann gehen wir jetzt mal durch die Ereignisse durch. Das ist sogar ganz, ganz, ja, neu, das Ereignis hier. Die Markomannen sind mit dem Hunnen im Krieg. Hier wird geplündert in Napolis. Ah ja, die Roxolanen. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Nicht zu verwechseln mit den Jazygen. Die Roxolanen haben mir ja auch jetzt häufiger mal geholfen, aber wir haben mit denen nicht die besten Beziehungen und ich hätte schon großes Interesse, diese Roxolanen hier auch zu vertreiben. Ist halt aktuell ein bisschen fraglich, wie man es macht, weil eigentlich brauche ich diese Streitmacht, die hier in Florencia steht, auch wieder zügig in Mediolanum, dass mir die Hunnen die Stadt nicht zerstören. Weil hier steht zum Beispiel eine hunnische Armee. Der Schrecken der Steppe. Mit einem Onaga-Söldner. Das heißt, der kann die Stadt direkt angreifen und muss die nicht erst belagern. Und das ist natürlich meine Provinzhauptstadt. Von daher würde ich gerne erstmal schauen. Was wir ganz einfach machen können. Nee, Moment mal. Sehe ich ja hier auch gerade. Selbst wenn wir diese Armee hier verteilen, wenn wir diese Armee blockieren mit unserem Agenten, können immer noch diese Streitmächte hier, zum Beispiel die rauen Reiter. Die unberechenbaren Krieger oder auch eben die goldenen Totenschädel hier einfach durchrennen. Und zumindest die beiden Horden schaffen das locker auch nach Mediolanum. Ich sehe jetzt zwar nicht, ob die hier noch einen Onager dabei haben, doch die Armee hat sogar Onager. Da kann also ganz einfach auch hier einen Kurswechsel ja, durchführen. Also einfach sagen: Ja, gut, ich renne mit der Armee jetzt nach Mediolanum und zerstöre die. Wir müssen also unbedingt die Armee nach Mediolanum zurückschicken. Und dann einfach gegebenenfalls eine weitere Streitmacht aufstellen in Rom oder in Ravenna, die sich dann um die Roxolanen kümmert. Weil ich hasse es, wirklich, ich hasse es, wenn Horden in den eigenen Provinzen stehen. Die stehen hier gerade sehr, sehr nah an Neapolis. Da haben wir aktuell eine Schwindelsucht. Wenn wir Glück haben, dann ja, geht die sogar über auf die Roxolanen. Aber ja, das ist natürlich ein Zustand, der nicht dauerhaft sein sollte. Vor allem, weil die Roxolanen ja auch schon plündern. Man sieht es ja hier. Die werden also nicht lange hier auf sich warten lassen mit ihrem Angriff. In Rom haben wir auch noch Schwindelsucht. Keine guten sanitären Anlagen hier. Ja, wenigstens geht die Forschung ordentlich voran. Wir haben hier jetzt 217% militärische Forschungsrate. Zivil sind es auch fast 200%. Das ist also mittlerweile wirklich hervorragend. Und ich will jetzt nochmal kurz schauen. Bauen wir noch weitere Bibliotheken aktuell aus?
Hier baue ich noch eine lateinische Kapelle. Ansonsten baue ich aktuell noch keine weiteren Forschungszentren aus, aber das reicht auch erstmal. Ja, bevor ich es vergesse, die Armee kommt auf alle Fälle erst noch nach Mediolanum. Das hat natürlich jetzt hier höchste Priorität. Ganz, ganz wichtig. So. Und dann stelle ich in Ravenna einfach eine neue Armee auf. Das mache ich auch diese Runde direkt. Und da möchte ich jetzt immer mal schauen, dass ich mir keinen meiner Kandidaten hier dazu hole. Wir haben hier zum Beispiel diesen Sextus Balventius Perennis. Der ist, gut, der ist Statthalter, in Ordnung. Wir können auch nach und nach schauen, dass wir vielleicht auch diese Kandidaten hier in die Statthalterpositionen einsetzen. Ich wollte ja auch mal schauen, ob ich vielleicht irgendwo noch einen Statthalter hatte, der mir jetzt nicht so loyal war. Loyalität 4, 4. Da haben wir zumindest plus 1 wegen Siege gegen Separatisten. Die sind natürlich auch relativ erfahren, ne? Und die da rauszuhauen, ist natürlich auch eine Sache. Hatte ich irgendwo noch einen Stadthalter, der nicht so gut war? Ja, die haben alle schon sehr viel Erfahrung sammeln können hier. Kurz hier nochmal schauen. Gut, der hat eine erhöhte Forschungsrate. Ja, das ist ja an sich nicht schlecht. Aber an dieser Stelle könnten wir auch einfach mal ihn hier einsetzen. Wo ist der Statthalter? In Insulae Occidentalis. Der wird also Statthalter von Caralis. Ja, komm, dann setzen wir ihn jetzt mal dort ein. Dann haue ich ihn dort raus. Ich hoffe, das hat jetzt keine allzu großen Nachteile. Die Sachen entferne ich jetzt erstmal. Und er fliegt. So. Und dann setze ich ihn dort ein. So, dann haben wir ihn dort eingesetzt. So, der Erlass bleibt bestehen. Das akzeptiere ich jetzt hier. Also wenn man quasi den Statthalter wechselt und dann hier unten auf dieses Symbol klickt, kann man das natürlich direkt austauschen. Ansonsten ist das, glaube ich, irgendwie ein bisschen verzögert. Hat man ja eben gesehen. Beziehungsweise könnte es auch sein, dass der Erlass sich für nächste Runde sogar komplett auflöst. Und da muss man das hier bestätigen. Sieht man ja jetzt hier. Und da unten ist jetzt dieser Kreis und... So. Ich möchte diesen Erlass schon haben. Das passt alles. So, öffentliche Ordnung ist hervorragend. So, jetzt will ich nochmal kurz schauen. Genau, er ist das. Rüstung, bisschen mehr Rüstung für ihn. Einfluss ist immer gut für die Familienkandidaten. Vielleicht haben wir hier auch noch irgendwas, was den Einfluss erhöht. Forschungsrate für militärische Entwicklungen. Ja, soll er behalten. Ich sehe gerade nichts Besseres. Aber der kann auf jeden Fall auch noch ein paar Eigenschaften hier bekommen. Der hat noch nicht so viele. Da gibt es noch Verbesserungsoptionen. Aber der wird auch viel Einfluss für uns generieren. Das ist die gute Nachricht. So, unsere Familie an sich kommt auch gut voran. Ja. Wir hatten ja hier noch die Tochter von Flavius Stilicho. Die haben wir mittlerweile auch mit einem relativ erfahrenen General verheiratet. Der jetzt auch mittlerweile in der Familie ist hier. Gaius Lucilius Pera. Und wir haben schon... Der ist einfach, der ist so in der Familie, der ist auch nicht adoptiert, sondern der ist eingeheiratet. Der gilt also wirklich offiziell als Familienmitglied. Aber zum Thronerben oder zum ja, Fraktionserben mache ich ihn trotzdem nicht, weil er eben nicht dieser Linie von Flavius Honorius Augustus entspricht. Und die beiden hier, nämlich der Sextus Balventius Perennis sowie Antius Africanius Flaccus, die sind adoptiert. Genau, und das ist die Ehefrau von ihm. So.
Also uneheliche Kinder gibt es hier wirklich mehr als genug, aber ja, so Nachwuchs der eigenen Blutlinie, der lässt auf sich warten. So, was ich noch machen wollte, ist, ich möchte nämlich ihn jetzt hier, der jetzt auch frisch in unsere Familie adoptiert wurde, den möchte ich jetzt hier auch in die Militärämter einweisen. Hier zum Beispiel in das Commis Rei Militaris, weil da bekommt er auch nochmal plus 1 persönlichen Einfluss pro Runde. Wir sollten also schon schauen, dass wir die nach und nach hier alle irgendwie dazu holen. Sind aber auch alle schon in den Ämtern drin, dass wir die möglichst weit nach oben ziehen, weil je höher die hier aufsteigen, desto mehr Einfluss gibt es für die auch. Er ist sogar schon Herrmeister und er ist nach wie vor Commis Rei Militaris, genau wie er dann bald auch. Sehr schön. So. Ja, besonders erfahrene Generäle sind natürlich immer sehr gefragt. Wir haben ja auch einige mittlerweile schon ausgesondert, sage ich mal, zwischendurch. Hier zum Beispiel ihn möchte ich nicht als General einsetzen, weil eine Loyalität von 3 ist da einfach die Bürgerkriegsgefahr zu groß. Ich weiß gar nicht, was dieses Symbol jetzt hier heißt. Achso, dass ich ihn jetzt auch, dass er jetzt auch in dem Amt wahrscheinlich drin ist. Oder was heißt das? Staatsmann, ja, das ist klar. Kann ja mal kurz schauen. Ob ich das hier nochmal wiederfinde, das Symbol. Ja, wir werden uns in der nächsten Folge ein bisschen mehr mit dieser innenpolitischen Ansicht hier beschäftigen. Er hat auch noch keine Ehefrau. Ich weiß nicht, was es heißt. Dieses Symbol, was daneben angezeigt wird, das wird nur bei ihm angezeigt. Ich versuche das gerade hier zu entschlüsseln. Also das, darunter ist dieser rote Ring, der immer angezeigt wird, wenn die Loyalität sehr gering ausfällt. Die fällt bei ihm sehr gering aus. Aber diese Beine dort, die kann ich nur so deuten, dass dieser Charakter unsere Fraktion verlässt. Aber sicher bin ich mir eben nicht. Wir gucken mal, ob das nächste Rund noch da ist. Das werde ich mir mal anschauen. So. Dann weiter durch die Ereignisse. Militärtradition. Ich hatte hier noch Industriegebäude abgerissen in Astorica. Genau, ich wollte nämlich jetzt hier in Astorica noch ein Feld errichten. Wir haben hier eine hohe Fruchtbarkeit. Und da ich ja auch hier die Bibliothek noch errichten möchte, die mich auch nochmal ordentlich Nahrung kostet, ist das hier ganz angebracht, das Ganze zu bauen. So, ungewöhnliche Wetterbedingungen in Afrika. Ja, die Region, die möchte ich auch erstmal vernachlässigen. Ich schreibe mir jetzt hier nochmal auf, dass ich in den nächsten Runden mich auf alle Fälle nochmal beschäftigen möchte mit den erhöhten Einnahmen, wo die jetzt nochmal ganz genau zustande kommen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal richtig rausfinden kann, aber ich versuche es mal zu recherchieren. So, ist notiert. Und dann kann ich das nächste Mal auch nochmal genauer erzählen. So, besondere Wetterbedingungen. Ja, die schaue ich mir jetzt mal nicht an. Einheiten, die wir rekrutiert haben. Westliche Auxilia Palatina hier nochmal in Vienna, um das Ganze nochmal ein bisschen abzusichern, weil hier auch schon die Jüten ankommen. Haben 3-mal Armbrustschützen, sollte ausreichen. So, Rang erhalten. Unser Priester hier in der Region. So, und die Armee war ja auch nur noch so lange hier zwischen geordnet, sage ich mal, solange dieser Aufstand hier noch eine Gefahr dargestellt hat. Das heißt, die Armee kann jetzt auch Richtung Norden ziehen hier. Die Insel ist auch erstmal sicher. Hier haben wir aktuell 10 wegen Militärpräsenz. Ah ja, die Armee. Die ist ja auch noch da. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Da war ja was. Und militärisches Vorgehen haben wir eben deshalb nicht, weil das ein Bürgerkrieg war und nicht ein kultureller Aufstand, sage ich jetzt mal. Also sprich, dass es jetzt hier vielleicht irgendwelche Germanen wären, irgendwelche Stämme, die sich erheben. Nein, das war ja ein Bürgerkrieg und da gibt es eben nicht diese Strafe wegen, oder dieser Bonus wegen militärischen Vorgehen, weil man ja die eigene Bevölkerung mehr oder weniger niedergeschlagen hat und nicht irgendwelche kulturellen Andersdenkende. Ja, diese Militärpräsenz, die werden wir natürlich jetzt hier verlieren und auch wahrscheinlich ein paar Bonis durch den Charakter. Da müssen wir mal drauf achten, weil ich will hier nie wieder einen Aufstand haben. Ja.
Für 4 Runden haben wir jetzt auch Instabilität, weil wir ja die Siedlung verloren hatten und neu erobern mussten. Das ist natürlich der Fall. Aber diese 4 Punkte werden sich in den nächsten Runden auch wieder dann herstellen. Ansonsten, der Erlass, der dürfte aktuell auch nicht ganz präsent sein. Also diese 4 Punkte bekommen wir dann auch wieder. Hier die 4 Punkte durch Panem Etziazensis. Das heißt, dadurch bekommen wir allein schon 8 Punkte dazu. Aber ich muss jetzt mal schauen. Wir haben Charaktere 9, Militärpräsenz 10. Wenn ich jetzt rausgehe. Ja, haben wir bei Charaktere statt 9 nur noch 5 und Gebäude und Charaktere. Ne, Moment mal. Charaktere. Achso, Armeepräsenz fällt natürlich vollständig weg. Diese 10 bei der Armeepräsenz fällt weg und 4 beim Charakter. Die anderen 5 kommen jetzt durch den Statthalter, den wir jetzt hier frisch eingesetzt hatten. Ja, aber das werden wir lösen, das Problem. Also, das ist nicht die Welt. Also diese 4 Punkte, die werden weniger. Das heißt, dann haben wir nur noch -2 in den nächsten 4 Runden. Und dann kommt ja nächste Runde auch schon der Erlass hier zustande. Der Statthalter hat meines Wissens auch noch ein paar Optionen offen hier. Ja, da können wir auch nochmal die öffentliche Ordnung um +2 pushen. Ja, das sieht gut aus. Und dann kann ich nämlich die Armee, genau, da haben wir nämlich doch noch freie Kapazitäten, dann kann ich die Armee nämlich Richtung Neapolis schicken. Die kann sich dann dort eben, die kann sich dort dann den ganzen Problemen der Roxyladen widmen. Da fahre ich auch gleich mal im Marsch. Verstärkung bekomme ich ja trotzdem. Und nächste Runde werde ich dir noch angreifen. Wenn die mich nicht vorher angreifen, was auch durchaus passieren könnte. Wir werden es ja sehen. Aber das ist eine Schlacht, die ich zum Beispiel sogar spielen würde. Wir haben hier 5 Einheiten der Garnison plus 3 Schiffe. Das würde ich an der Stelle sogar spielen. Wir werden sehen, wie die sich entscheiden. Ja. Schön, das hätten wir auch. Dann haben wir unsere Flotte hier noch. Die Akte noch in Genua steht. In Genua muss sie eigentlich nicht mehr stehen. Die würde ich schon gerne wieder Richtung Süden holen. Ich schicke die mal nach Ajach erstmal. Und von Ajach geht es dann wieder Richtung Syrakus, um hier, falls die Garamanten mir wieder den Krieg erklären, um hier abzusichern. Oder eben auch diese Separatistenflotten rüberschicken. Hier ist schon eine kleine Flotte unterwegs mit einem Schiffchen. Die Garamanten fahren hier auch übers Wasser, einfach um abgesichert zu sein mit einer Flotte. Weil wir haben hier im Mittelmeer nur diese eine Flotte tatsächlich aktuell. Und eine weitere Flotte haben wir noch hier in Bukdila. Und mehr Flotten haben wir gar nicht, oder wie? Ja, wir haben nur 2 Flotten aktuell. Die mich aber trotzdem 3000 kosten. Also nicht gerade wenig. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich mich verabschieden, denn die Folge ist rum. Und ich habe jetzt hier erstmal wieder guten Einblick bekommen und auch konnte euch auch, glaube ich, vieles jetzt hier wieder gut wiedergeben, was die letzten Folgen passiert ist, was wir uns jetzt hier anschauen genauer und wie es weitergeht. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!